Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei Karim in India. Heute möchte ich euch endlich mal unsere Wohnung zeigen. Hat ja ein bisschen gedauert, bis wir umgezogen sind. So knapp zwei, drei Wochen haben wir noch in einem Kinderwaisenheim mitgelebt, weil die ja noch einen Raum frei hatten. Nun haben wir aber unsere eigene Wohnung, deshalb möchte ich euch in so einer Art Roomtour unsere Wohnung zeigen. Dabei werdet ihr die Bilder sehen und ich werde euch einige Sachen dazu erklären. Viel Spaß dabei! So, zuerst möchte ich euch gerne mein Zimmer zeigen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Startbeginn. Also wir haben das Privileg, dass wir zwei getrennte Zimmer haben. Somit hatten auch mal die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und was weiß ich, in Ruhe mal zu telefonieren, was zu lesen. Das ist echt sehr schön. Also hier ist mein Bett. Ist jetzt nicht so super gemacht, ich weiß. Ja, was halt mit dem Moskitonetz schwierig. Hier gibt es viele Moskitos, vor allem bei uns in der Nähe. Wir haben einen Fluss direkt bei uns um die Ecke, deshalb gibt es hier einige Moskitos. Außerdem ist zu erwähnen, dass dieses Bett sehr stark knarrt. Ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Hier hört ihr das. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr schläft und euch dreht, wird man davon mal wach. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, auch relativ dünn die Matratze. Und ja, aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Dann habe ich hier noch einen Tisch, wo ich frühstücke oder auch dran sitze, meine Videos zu schneiden. Tja, also sehr nett. Dann habe ich auf dieser Seite einen Schrank, in dem ich sämtliche Sachen drin habe, also von Klamotten bis hin zu technischen Geräten. Ja, das ist, glaube ich, das alles zu meinem Zimmer. Direkt an meinem Zimmer habe ich hier den Eingang zum Badezimmer, was ich euch als nächstes zeigen möchte. Auch vorher nochmal Licht an. Und hier, was direkt ins Auge sticht, ist die Toilette. Also wir haben keine westliche Toilette, so wie sie für uns gewöhnlich ist, sondern halt so ein Stehklo. Am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, allmählich geht das. Ja, aber es ist natürlich schon eine große Einschränkung im Komfort. Zumal Klopapier dürfen wir auch nicht verwenden, das verstopft das Klo. Deshalb steht uns hier nur dieses Wasser zur Verfügung. Ja, also ist gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie klappt es trotzdem. Ansonsten hier rechts ist unsere Dusche. Das Ding ist, wir haben zwar einen Duschkopf, aber wir sollen bitte nur mit diesem Eimer und dem Becher duschen, um eben halt Wasser zu sparen, weil Stanley hatte vor kurz bevor wir gekommen sind, 2-3 Monate vorher, eine Wasserknappheit, und deshalb sollen wir hier sehr auf unseren Wasserverbrauch achten. Aber auch das funktioniert, auch wenn das Wasser, wir können die Temperatur nicht regeln, das heißt meistens ist es kalt, außer man duscht so gegen 10, 11 Uhr, wo sich dann das Wasser schon aufgewärmt hat, da kann das dann auch mal sehr angenehm warm sein. Ansonsten ist es auch nicht nur unsere Dusche, sondern auch unsere Waschmaschine, weil wir haben keine Waschmaschine, wir müssen per Hand waschen, und das erfolgt dann eben in diesem Eimer. Nun verlasse ich das Badezimmer, auch nochmal hier schön auf dem Weg sieht man hier die Lichtschalter, das ist in Indien ganz normal, man hat ganz oft solche zahlreichen Lichtschalter, wo man wissen muss, welcher Schalter für was ist. Hier mache ich jetzt einmal das Badezimmer aus. Also es gibt immer recht viele Knöpfe. Ansonsten hier kann ich den Ventilator einstellen, auch noch ein wichtiger Punkt. Also wir haben hier in den Räumen Ventilatoren, weil es hier halt dann doch sehr warm ist. Ja, die Ventilatoren kühlen gut, das ist das Angenehme. Der Nachteil ist, die Luft ist doch immer recht trocken und ja, man hat so eine Art Halskratzen oftmals. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, sehr warm. Das ist auch der Grund, warum man eigentlich keine Decke zum Schlafen benötigt, höchstens wenn der Ventilator doch ein bisschen zieht. Gehen wir mal durch in den nächsten Raum. Hier ist Torbens Zimmer und Torben persönlich.
gerade unserem Kühlschrank aktiv. Einen Kühlschrank haben wir auch, der funktioniert. Das freut uns natürlich sehr. Hier ist dann unsere Küche, relativ klein, aber doch ausreichend. Hier rechts sehen wir unseren Wasserbehälter. Es ist nämlich so, dass wir das Leitungswasser weder trinken noch damit kochen können. Das heißt, wir bestellen immer diesen Kanister, den kann man auswechseln. Kostet 35 Rupien das ganze Ding, also knapp unter 50 Cent. Und darunter haben wir dann halt diese Vorrichtung, wo man das Wasser zapfen kann. Man sieht, wir müssen heute nochmal Wasser nachbestellen. Es ist nämlich fast alle. Ansonsten hier der Herd. Wir haben einen Gasherd. Unten ist die Gaskartusche. Und hier können wir kochen, wenn wir es wollen. Ihr wisst ja, ich bin nicht so zum Kochen. Aber vielleicht kommt man doch mal zur Gelegenheit. Hier rechts auch noch ein Regal, wo die ganzen, wo das Geschirr ist und verschiedene Soßen oder ähnliches. Genau. Das war's dann hier eigentlich schon mit unserer Wohnung. Nun möchte ich euch zeigen, wie es draußen aussieht. Dazu öffne ich einmal die Tür. Die Türen sind hier übrigens auch sehr interessant. Wir haben keine Tür, wie es halt in Deutschland der Fall ist, dass man ein Schloss hat mit einem normalen Schlüssel. Sondern hier sind lediglich diese Riegel, die man vorschiebt. Funktioniert auch, aber es gibt gewisse Probleme manchmal. Zum Beispiel, wenn man, wenn die eine Person vielleicht duschen ist, die andere draußen ist und man möchte es eigentlich zuhaben, dann muss man die Tür entweder offen stehen lassen oder das Risiko eingehen, dass der andere doch dicht reinkommt. Hier ist auf jeden Fall unser Aufgang, unser Flur. Man sieht, wir sind im Erdgeschoss, da hinten ist die Straße. Und hier links ist dann noch eine andere Wohnung. Hier ist das Treppenhaus. Das sind in etwa 3 Geschosse, die man hochgehen muss. Und durch dieses Treppenhaus kommt man dann eben nach oben, wo man unter anderem die Wäsche aufhängen kann, was ich euch jetzt als nächstes zeigen werde. So, dann gehen wir mal hoch. Man kann direkt erkennen, wir haben einen sehr schönen Ausblick, vor allem einen sehr kontrastreichen Blick. Denn hier vorne seht ihr den Fluss. Ist zwar nicht so viel Wasser, aber auf jeden Fall, es gibt einiges zu sehen. Zum Beispiel sind da Kühe, die vor sich her streifen, Kinder, die spielen und Erwachsene, die sich entspannen. Außerdem halt auch leider sehr viel Müll. Ja, und das ist vor allem ein sehr kontrastreicher Blick, weil wie gesagt, einerseits sehen wir diesen Müll, aber andererseits sehen wir da auch die große Shopping Mall, die Skywalk Mall, was halt so im totalen Kontrast steht, weil man da einfach versucht, die westliche Welt total zu kopieren und es hat, finde ich, einen sehr großen Symbolcharakter auf jeden Fall. Und dann haben wir hier die Wäscheleine, wo wir unsere Wäsche immer aufhängen. Das Gute, das könnt ihr euch vorstellen, es ist immer sehr warm. Dementsprechend trocknet die Wäsche auch sehr schnell. Wir haben auch einen Telefonmast auf dem Dach. Leider muss man sagen, der bringt nicht allzu viel. Also telefonieren ist hier sehr schwierig, genauso wie auch die Internetverbindung mit dem Mobilfunknetz. Dementsprechend haben wir uns auch dazu entschlossen, dass wir jetzt nun einen WLAN-Vertrag abschließen, damit wir halt wirklich eine konstante und gute Verbindung haben. Hier seht ihr auch nochmal die Rückseite unseres Daches. Hier ist ein Leiter, damit kann man hochgehen. Oder auch hier haben wir so einen Kasten, wofür zuständig, jetzt kann ich euch leider nicht sagen. Wahrscheinlich irgendwie ein Stromgenerator oder ähnliches. Und von dieser Aussichtsplattform, die da oben ist, hat man auf jeden Fall einen hervorragenden Ausblick. So, das war's dann auch mit der Roomtour. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass ich euch einen gewissen Einblick in unsere Wohnung geben konnte. Ich weiß, es ist etwas schwierig. Ich filme ja nur mit meinem Stativ und meinem Handy. Deshalb entschuldige ich mich, falls die Aufnahmen zeitweise ein bisschen ruckelig waren. Das ist ein bisschen schwierig, das anders zu machen. Aber es geht darum, dass ihr so einen groben Überblick habt. Ich hoffe, dieser Überblick hat euch gefallen. Falls ja,
Vergesst das Video nicht zu liken, abonniert gerne den Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, falls ich ein neues Video veröffentliche. Und teilt das vor allem gerne unter Freunden oder in der Familie, um meine Reichweite zu vergrößern. Ansonsten natürlich wie immer in der Videobeschreibung findet ihr Infos zu meinem Förderkreis. Das ist eine Möglichkeit, mich während meines Freiwilligendienstes zu unterstützen. Dann bedanke ich mich hier an dieser Stelle mal wieder fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.